Normalverdiener kratzen ihr Geld zusammen und kaufen sich einen Familienkombi, mit dem sie zum Baumarkt fahren und auch in Urlaub. Wenn du jetzt ein Elektroauto dir kaufst, was du für einen Monozweck für die Innenstadt benutzen kannst, ja, und dir dann aber im Urlaub ein Auto mieten sollst, dann ist es einfach mit dem Budget am Ende. Mal ja, abgesehen davon, dass dieser Senat sich ja noch nicht mal darüber einig ist, ob die Innenstadt autofrei werden soll, dann brauchst du auch kein Elektroauto. Man macht ja gezielt Politik gegen den Bürger. Die Friedrichstraße war lange Zeit Fahrradzone. Da wurde man von allen möglichen Kampfradlern überrollt. Dann hat das Gericht das Ganze gekippt und die Händler atmeten auf, endlich wieder Leben in der Friedrichstraße. Aber nein, die Politik lässt sich das ja nicht bieten. Jetzt wird es wieder gesperrt, mit Pflanzkübeln alles zugestellt. Die Parallelstraße wird zur Fahrradstraße gemacht. Also wenn jetzt in der Innenstadt keine Autos mehr fahren sollen, dann brauche ich auch kein Elektroauto. Müssen Sie sich bitte mal entscheiden.